Hey, willkommen heute zu einem etwas anderen Review. Und damit auch ein herzliches Willkommen zu einem etwas anderen Set. Denn heute wollen wir uns mal die wunderbare LEGO Originals Holzstatue anschauen. Viel Spaß! Die meisten kennen wahrscheinlich diese Holzstatue und ein paar von euch werden sie wahrscheinlich schon einmal in der Hand gehabt, vielleicht im Lego Store in der Hand gehabt haben und gedacht haben so, ja, sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Die wenigsten haben tatsächlich aber dann darüber nachgedacht, diese Holzstatue tatsächlich zu kaufen. Aber warum ist das so? Die Möglichkeit, die ich denke am wahrscheinlichsten ist, ist, dass diese Figur 120 Euro kostet. Das heißt, ihr bezahlt 120 Euro für eine Minifigur, die es ja auch im kleinen Maßstab in Kunststoff gibt, diesmal für eine Figur aus Holz. Diese Figur lässt sich absolut nicht bewegen. Ihr könnt sehen, sie ist immer in dieser Statuenform. Also man kann auch die Arme oder die Beine nicht irgendwie hin und her bewegen, sondern sie bleibt tatsächlich genau so. Für ihren Preis ist sie auch noch ziemlich klein. 20 cm misst das Ganze und kommt dann in einem solchen Karton. Und gerade dieser Karton sagt auch nicht wirklich 120 Euro. Hier draußen steht LEGO Originals drauf, LEGO Wooden Minifigure. 30 Steine sind enthalten, der Preis pro Teil ist natürlich hier komplett am Ende, aber darum soll es natürlich auch nicht gehen. Wir heben jetzt einmal den Deckel ab und hier haben wir die wundervolle Holzminifigur. Ihr könnt schon sehen, wir haben nicht nur die Holzminifigur selbst hier drin, sondern hier oben sogar ein paar Steine, die noch mit enthalten sind und ein kleines Büchlein, was ich einmal hier versuche rauszuholen. Und da haben wir ein paar Einblicke drin. Das ist keine Bauanleitung, sondern wirklich nur ein paar Bilder, die uns sagen sollen, was diese Holzminifigur kann und wofür man sie alles verwenden kann. Dieses Buch enthält unter anderem natürlich einen kleinen Einblick da rein, wie diese Figuren erstellt werden, also dass das Ganze auch handgefertigt ist aus Eichenholz, wo dann auch der Preis so langsam zustande kommt. Zweitens ist es ein, diese Minifigur ist nicht unbedingt nur zum Hinstellen gedacht, sondern sie soll als kreatives Statement für Künstler gedacht werden. Und das sehen wir hier. Jeder soll sich auf dieser Minifigur quasi selbst verwirklichen können, soll seine eigenen Interessen darin verarbeiten. Und diese ganzen Bilder sollen uns zeigen, hey, nimm doch deine Minifigur und mach sie für dich selbst ansprechen. Mach damit, was du gerne möchtest, wie die Dame hier das gemacht hat, das Ganze bestrickt. Und es gibt so viele verschiedene Arten und Wege, diese Minifigur zu personalisieren, dass man da quasi ganz, ganz viele Einblicke reinbekommt. Das war auch alles. Also wir sehen schon, da gibt es keine Anleitung für irgendetwas. Und ich werde jetzt mal diese Figur hier rausziehen und wir schauen uns die Minifigur dann mal im kompletten Zustand an. Ich hoffe, man kann das hier einfach so durchtrennen. Das sah zumindest so danach aus, als könnte man das. Und dann schneide ich hier einfach mal eben kurz durch. Ich kann euch aber versprechen, es sind die absolut, absolut wenigsten, die sich diese Minifigur nehmen und tatsächlich hier personalisieren mit irgendwelchen Malereien oder Stiften oder was auch immer. Denn dieses Ding kostet und das Ding kostet ganz schön viel. Und ich glaube nicht, dass die meisten von euch sich hinsetzen werden und tatsächlich denken werden, hey, ich habe mir gerade für 120 Euro ein Stück Holz gekauft, komm, lass das mal bemalen. Unter der Abdeckung hier sehen wir schon, da ist ein kleines Polybag mit drin. Das werde ich auch mal versuchen eben rauszuzerren. Ich hoffe, man hört mich noch. Und da haben wir so ein kleines Polybag mit drin, was dann tatsächlich hier die Steine auch enthält. Das ist so LEGO Originals. Da sind einfach ein paar Bausteine mit drin, mit denen man ganz kreativ auch ein paar Sachen machen kann. Das werden wir uns gleich auch anschauen. Aber wie gesagt, viele Steine sind es nicht. Es sind 29 an der Zahl, denn ein Teil ist natürlich unsere Holzminifigur. Und damit haben wir die 30, die auf der Packung hier schon angesagt wurden. Nur mal zum Größenvergleich, ihr seht ja meine Hand schon, jetzt seht ihr, wie groß das Ganze ist. Ich kann auch meinen Finger hier tatsächlich durchstecken. Also ein bisschen größer ist es schon, also man kann es so schön in der Hand halten, aber wirklich groß ist es nicht. Und vor allem für 120 Euro erwartet man dann doch irgendwie was Größeres. Wir haben hier einmal eine Minifigur, ich habe hier einfach mal meine neueste Minifigur genommen, die ich hier so ausgepackt habe. Und die ihr seht schon, das ist so ungefähr hier bis zu dem Teil hier, also wo die Beine so quasi Mitte anfangen, so kurz vor dem Torso hier oben. Hälfte der Beine ist das ungefähr. Und da ist eine Minifigur, die geht ungefähr bis da. Das heißt, wir haben wahrscheinlich so 3, 4, 4,5 Minifiguren, die hier in diese große Figur passen würden, von der Höhe her zumindest. Und das Einzige, wie ich schon erzählt habe, das Einzige, was man wirklich machen kann, ist den Kopf. Man kann ihn nicht drehen, man kann die Arme nicht bewegen, die Beine lassen sich auch nicht irgendwie bewegen, man kann das Ganze nicht auseinanderbauen oder sonst irgendwas. Das Einzige, was man wirklich machen kann, ist die Hände nach links und rechts zu bewegen. Das war's dann auch. Das ist alles, alle quasi Expressionen,
Impressions, die man hier mit dieser Figur machen kann. Dennoch finde ich sie absolut cool und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Denn wie viele von euch wissen, ist Lego nicht immer aus Plastik gewesen. Lego hat eine Anfangsgeschichte mit Holzspielzeugen und ich habe immer und immer darauf gehofft, dass Lego irgendwann mal wieder irgendetwas mit Holz macht. Ich hatte natürlich auf etwas anderes gehofft, vielleicht eine kleine Ente oder so etwas, aber das ist natürlich der perfekte oder das perfekte Zusammenspiel zwischen dem neuen Lego, was wir kennen, mit den Minifiguren, die es ja in allen möglichen Formen, Farben und Versionen gibt, und natürlich dem alten Lego, also dem ersten Ole Kirk Christiansen, der sich hinsetzt und für Kinder ein kleines Holzspielzeug baut. Der Preispunkt ist natürlich in dem Fall ganz schön hoch und das muss ich auch zugeben, das ist schon ein bisschen anstrengend. Man kriegt sie natürlich ein bisschen günstiger ab und zu mal, wie bei zum Beispiel Black Friday oder so etwas. Man muss dazu aber sagen, das Ganze ist größtenteils handgefertigt und auch wirklich wunderschön gestaltet. Wir haben hier wirklich smoothe Oberflächen, ein Lego-Logo hier oben eingebrannt. Unten drunter sehen wir schon, da ist so ein bisschen Text noch drauf, darauf hätte ich verzichten können. Aber natürlich alles in allem super detailliert gemacht und die Hände sind dann in dem Fall aus Plastik und lassen sich dann aber auch bewegen. Wir werden natürlich noch mal eben kurz einen Blick hier auf das enthaltene Polybag werfen, weil da sind noch ein paar Steine drin, mit denen man ganz schön viel Cooles anstellen kann. Unter anderem habe ich gesehen, dass man eine Kamera basteln kann und das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Denn dass ich diese Minifigur mag, liegt nicht nur daran, dass sie in Holz oder aus Holz gebaut ist, sondern auch in ihrem Maßstab. Der Maßstab ist nämlich nicht willkürlich gewählt. Dieser Maßstab ist ganz genau ausgeklügelt und zwar so, dass man einen 2x2 Rundstein oder eine 2x2 Rundplatte genau in die Hände packen kann. Ob das jetzt von hier zu vorne klappt, das bin ich mir nicht sicher, aber zumindest, wenn man hier oben einmal den Stein oder unten den Stein abbaut und das Ganze hier durchbastelt und dann hier quasi diesen Stein wieder raufbaut, dass das Ganze auch schön sicher dran ist, dann kann sie diese Kamera quasi in der Hand halten. Natürlich ist sie immer noch ein bisschen locker, aber dieser Stein passt exakt. Und das finde ich so, so cool, dass sie sich gerade für diesen Maßstab entschieden haben, dass man dieser Minifigur halt wirkliche, echte Lego-Teile in die Hand setzen kann. Denn egal, ob man jetzt ein riesiger Künstler ist und super gut malen kann und auch diese Minifigur nach seinen eigenen Wünschen personalisieren möchte, oder ob man jemand ist, der halt nicht so gut malen kann und diese Minifigur auch auf keinen Fall dann mit seinen Malereien verschandeln möchte, der kann ganz, ganz einfach mit normalen Lego-Teilen sich seine eigene persönliche Minifigur hier zusammenstellen. Und ob das jetzt mit den Lego-Teilen, die hier enthalten sind, gemacht werden soll oder halt auch die eigenen aus der eigenen Sammlung genutzt werden möchten, wie auch immer, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Wichtig ist, dass ihr aus dieser Minifigur komplett alles machen könnt, was ihr gerne möchtet. Und diese Minifigur kann vor allem auch alles sein, was ihr euch gerne für sie vorstellt. Würde ich die Minifigur empfehlen? Kommt drauf an. Ich denke, für unter 15-Jährige vielleicht ist das noch überhaupt nichts. Ich denke sogar, Leute, die älter sind, könnten diese Figur eher als nutzlos empfinden und vor allem auch, wenn man sie einfach nur hinstellt, das ist ja quasi nur ein Ausstellungsstück und wirklich besonders viel machen kann man damit auch nicht. Wenn ihr älter seid oder beziehungsweise auch wenn Kinder älter sind, dann lernen sie das vielleicht auch wertzuschätzen und vor allem auch diese Minifigur anders zu nutzen und auch als Raumobjekt wahrzunehmen, so wie man das dann auch von den Designobjekten oder gerade auch von dieser Minifigur dann sich denkt. Und das hier ist quasi ein Designobjekt. Man nutzt es nicht, um damit irgendetwas Schönes zu, irgendwie bauen oder es soll nicht irgendein Mock darstellen, was man dann überall ausstellen kann. Diese Minifigur ist dafür gedacht, um einfach dazustehen und an die Lego-Story zu erinnern. Es soll eine Holz-Minifigur sein, weil Holz damals das erste Element war, mit dem die Lego, die Lego Company gearbeitet hat. Und es soll eine Minifigur sein, weil die Minifigur das ist, was Lego ausmacht. Die Minifigur ist das, was Lego auch groß gemacht hat damals in den 80er Jahren. Und sie ist das, was jeder eigentlich mit Lego dann verbindet. Doch nun seid ihr dran. Schreibt mir mal in die Kommentare, was haltet ihr von dieser Minifigur? Was haltet ihr von dem Preispunkt von 120 Euro? Und würdet ihr sie euch auch kaufen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde mich mal wirklich interessieren. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.